Schmerzen am Schienbein zwingen dich zur Laufpause. Du hast ein Schienbeinkantensyndrom. Mit unseren 9 besten Übungen lernst du, wie du deinen Fuß stabilisieren kannst und den schmerzenden Muskel entspannst, so dass du schnell wieder in die Laufschuhe zurückkehren kannst. Durch das sehr straffe Wickeln eines Flossingbandes kommt es zur Kompression der schmerzenden Wadenmuskulatur. Es werden im weiteren Verlauf durch das Wadenheben die Faszien zueinander verschoben und Verklebungen gelöst. Durch das darauf folgende Lösen des Flossingbandes kommt es zu einer starken Mehrdurchblutung der schmerzenden Wadenmuskulatur und der Knochenhaut, was die Heilung fördert. Durch den Zehen- und Hackenstand auf dem Stabilisationstrainer wird die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur intensiv gekräftigt. Es werden 10 Zehen- und Hackenstände nacheinander pro Bein durchgeführt und insgesamt 3 Serien trainiert. Mit dem Faszienball können punktuelle Verspannungen der hinteren Schienbeinmuskulatur durch kreisende Bewegungen gelöst werden. 10-maliges Vor- und Zurückrollen oder 10-maliges Kreisen auf dem Schmerzpunkt helfen, um die Beschwerden zu lindern. Sie trainieren die vordere Schienbeinmuskulatur, indem Sie die Zehen gegen den Widerstand des Therabandes in Richtung Nase ziehen. 3x 20 Wiederholungen stellen hier ein effektives Training dar. Durch dieses Training wird die hintere Schienbeinmuskulatur entspannt. Mit der Faszienrolle können die Wadenmuskulatur und damit auch der hintere Schienbeinmuskel gelockert und entspannt werden. Üblicherweise wird 10-mal auf dem Muskel vor- und zurückgerollt. Die einfachste Übungsdurchführung ist die Durchführung nur auf einer Wade. Eine Steigerung ist durch das gleichzeitige Rollen beider Waden möglich. Die intensivste Therapie stellt das Rollen der Wade mit übereinander geschlagenen Beinen dar. Durch die Gewichtsverlagerung nach vorne, die bei der tiefen Hocke zum Erlangen des Gleichgewichtes notwendig ist, wird das obere Sprunggelenk mobilisiert und die tiefe Wadenmuskulatur gedehnt. Sie können diese Übung gerne über mehrere Minuten halten. Die Wadenmuskulatur wird gedehnt, indem ein langer Ausfallschritt nach hinten gemacht wird. Die Fußlängsachse zeigt dabei gerade nach vorne, das Knie bleibt gestreckt und bei auf den Boden gedrückter Ferse wird die Hüfte leicht nach vorne geschoben. Diese Position wird 20 Sekunden gehalten. Zum Dehnen der tiefen Wadenmuskulatur wird ein kürzerer Ausfallschritt nach hinten gemacht. Auch hier zeigt die Fußlängsachse nach vorne. Die Dehnung wird durch eine tiefe Beugung im Kniegelenk erzeugt. Auch diese Übung sollten Sie 20 Sekunden halten. Beim Fußzirkel werden durch den Zehenlauf, den Fersenlauf sowie das Laufen auf der Fußinnen- und Außenseite die Fuß- und Unterschenkelmuskeln ideal gekräftigt. Die Übung sollte auf einem natürlichen Belag wie Rasen oder Sand durchgeführt werden. Das exzentrische Wadenkrafttraining dient zur Kräftigung der Wadenmuskulatur und zur Entspannung der Muskeln und Faszien gleichermaßen. Aus dem Hochzehenstand wird das Fersenbein langsam herabgelassen, um die Muskulatur exzentrisch zu belasten. Die Übung wird am untersten Punkt, wo die volle Wadendehnung spürbar ist, für etwa 2 Sekunden gehalten, bevor man sich wieder in den Hochzehenstand hochdrückt. 3x 15 Wiederholungen sind bei dieser Art von Beschwerden ausreichend. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die lange Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.